Drei Mädchen aus Liverpool streben 99 an, den Spice Girls den Rang als erfolgreichste Girlgroup abzulaufen. Atomic Kitten. Die nächste halbe Stunde steht ganz im Zeichen von Liz, Jenny und Tash. Ihr seht Enthüllungen, schmutzige Wäsche und zukunftsverändernde Schwangerschaften. Viel Spaß! Atomic Kitten legen eine Pause ein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in Zukunft heißt No More Pussy Power. Der Grund dafür ist, dass Sängerin Tash mehr Zeit mit ihrem Sohn verbringen will und erst einmal Vollzeitmutti sein möchte. Es ist auch kein Wunder, dass die Familie zu kurz kommt. Wir sind jeden Tag total erschöpft. Wir hatten seit 3 Jahren auch einen völlig überfüllten Zeitplan. Das nimmt einen natürlich auch mit. Aber wenn man down ist, sind die anderen Mädels wieder da, die einen aufbauen und einem sagen, dass es das ist, was man immer machen wollte. Das ist aber bei jedem anderen Job auch so. Manchmal wacht man einfach morgens auf und denkt, ich habe keine Lust darauf. Zunächst kündigte die Band noch an, große Pläne und Ziele mit Atomic Kitten zu haben und räumte jegliche Gedanken an Solowege sofort aus. Solange wir bei Atomic Kitten sind, wird niemand von uns Solowege einschlagen. Es wird einfach zu viel Zeit von der Band beansprucht. Außerdem haben wir noch so viele Ziele, die wir erreichen wollen. Dafür müssen wir einfach zusammen und stark bleiben. Es wird uns noch eine ganze Weile geben. Für die Zukunft hatten sich Liz, Jenny und Tash also noch einiges vorgenommen. Unsere Zukunftsträume für die Band sind, erstmal unsere Arena-Tour um die ganze Welt zu tragen und viel mehr erfolgreiche Alben zu machen. Our dream as a band would be to take that around the rest of the world, to make a lot more albums, be as successful with these albums in albums in the future. Wie der Volksmund sagt, kommt alles anders, als man denkt. Mittlerweile haben Jenny und Liz Solo-Verträge unterschrieben und ihre eigene Zukunft unter Dach und Fach gebracht. Der Atomic Kitten Zukunftstraum zersplittert nun wie dünnes Glas. Tash brach die aktuelle Promotour schon einmal ab, da ihr 17 Monate alter Sohn Josh eine Meningitis-Erkrankung hatte. Voller mütterlicher Gefühle kaufte sich die Sängerin ein Haus mit riesigem Garten, in das sie mit ihrem Freund Garvin einziehen wird. Wer weiß, vielleicht läuten ja bald die Hochzeitsglocken. Ich habe noch gar keinen Ring an meinem Finger. Ich habe noch keine Pläne zu heiraten, weil ich nicht verlobt bin. Niemand will mich. Nobody wants me. Ich ziehe ja bald mit meinem Sohn und meinem Freund in ein schönes großes Haus. Wenn ich Zeit habe und nicht mehr so beschäftigt bin, kommt Heiraten schon in Frage. Diese Zeit scheint ja nun bald gekommen. Atomic Kitten mussten schon einmal einen solchen Schicksalsschlag wegstecken. Carrie Katona, Bandmitgründerin, verließ auch angeblich wegen einer Schwangerschaft die Band. Carrie ist ausgestiegen, weil sie vom Reisen genervt war. Sie wollte einfach nur bei Brian, ihrem Freund, sein. Ihre Schwangerschaft war nur noch ein weiterer Anlass für sie auszusteigen. Es war nicht der Hauptgrund. Das zeigte ihr einfach, dass sie anders weitermachen musste. Carrie verließ die Band, um 2 Kinder zu kriegen und nun als Gewinnerin aus der englischen Version von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, hervorzugehen. Bei Atomic Kitten wurde sie durch Jenny Frost ersetzt. Das bestehende Bandkonzept von Entdecker und Songschreiber Andy McCluskey ging nun nicht mehr auf. Andy hat die Songs geschrieben und uns zu dem gemacht, was wir damals waren. Deshalb haben wir unseren Plattenvertrag bekommen. Die Songs waren zu der Zeit auch wirklich gut. Wir konnten nur nicht mehr mit ihm arbeiten. Die Songs passten einfach nicht mehr zu uns. Und es kamen andere Songschreiber mit besseren Songs. Wir haben uns für das Beste entschieden. At the end of the day, for our career, we've got to pick the best of, you know, a great bunch of songs, and that's what we had to do.
Wir sind direkt in die Plattenfirma gelaufen und haben gesagt, hi, das sind unsere Songs, das sind wir. Wenn du es nicht magst, gib uns keinen Vertrag. Mit neuem Image und neuem Mitglied Jenny Frost kam der Erfolg mit dem Song Whole Again. Das Trio war wieder ganz und die erste Single wurde die erste Nummer 1 von Atomic Kitten. Mit dem Erfolg kamen aber auch die Probleme. Junge Bands werden oft in eine Richtung geschubst, die sie gar nicht wollen. Aber man muss stark bleiben und zeigen, dass man einen eigenen Kopf hat. Man muss sich sagen, dies ist, was ich machen will. Und niemand hat mir was zu sagen. Das nahm sich das Trio oftmals zu Herzen. Die drei haben ihren eigenen Kopf und können ihre Krallen zeigen. Wir haben schon immer gemacht, was wir wollten. Wir hatten oft genug Stress mit unserem Management. Dieser Stress rührte wohl von den Schlagzeilen, für die die Mädels sorgten. Immer wieder gab es Gerüchte um sie. Neben Alkohol, Jungs und Partys sorgte auch der Clinch mit den Sugar Babes für Aufmerksamkeit. Mutia Buena von den Sugar Babes beschimpfte die Atomkätzchen, die sich wiederum nichts gefallen ließen. Bevor ich gesagt habe, dass sie hässlich sei, hat sie schlimme Dinge über uns in der Presse verbreitet. Und dann hat sie versucht, alles damit abzustreiten, dass ich eifersüchtig wäre. Nur so dumme Sachen. Wir kennen die Sugar Babes jetzt schon so lange und es ist einfach die Wahrheit, dass sie richtig schlecht sind. Sie sagen nie Hallo zu uns, also sagen wir auch nie Hallo zurück. Wir alle, gemeinsam als Band. Und dann hat sie angefangen, auf mir rumzuhacken. Anscheinend hat sie dafür ihre Gründe. Aber hey, wenn sie mich runterputzen will, bitteschön. Es ist einfach nur traurig. Ich meine, wir treffen so oft aufeinander. Sie hätte mir einfach sagen können, was ihr Problem ist und wir hätten es klären können. Aber es ist einfach nur dumm. Die Sugar Babes sagten im November einen Fernsehauftritt ab, bei dem auch Atomic Kitten auftreten sollten. Gerüchten zufolge haben Mutia und Co. aus genau diesem Grund den Termin abgesagt. Sie hatten einfach Angst vor uns. Ein weiteres Gerücht rankt sich um Tash. Nach ihrer Geburt soll sie unter postnatalen Depressionen gelitten haben und letzten Endes sogar zusammengebrochen sein. Jeder sagt, sie sei zusammengebrochen, aber das ist nicht wahr. Sie ist nicht zusammengebrochen. Sie ist nicht völlig ausgelaugt. Die Leute verstehen es einfach nicht. Jeder denkt, dass wir 6 Monate frei hatten, um unser Album aufzunehmen. Wie können wir dann müde sein? Aber wir haben aufgenommen und waren in Asien, in Amerika, wir haben in Südafrika getourt, wir haben unsere England-Tour geplant. Wir hatten 2 Wochen frei. Nicht umsonst gelten Atomic Kitten als Hardest Working Girl Group. Immer wieder kommt von ihnen diese Selbsteinschätzung. Auch Tash gab das kurz nach ihrer Schwangerschaft zu. Klar, es ist schwierig, diesen Job zu machen und gleichzeitig Mutter zu sein. Aber letzten Endes muss jeder Geld verdienen, um seine Kinder zu ernähren. Aber ich liebe meinen Job. Liz und Jenny mussten schon mehrmals die komplette Promotion alleine absolvieren, da Tash wegen ihrer Schwangerschaft öfter verhindert war. Erst gebar sie ihr Kind, dann hatte sie Depressionen, dann Grippe und einen Zusammenbruch. Aber die beiden waren auch neidisch auf die Mutter in der Band. Wenn wir schwanger werden sollten, dann wollen wir auch genauso aussehen wie Natasha, denn sie hat richtig dicke Möpse. Diese haben Tash anscheinend auch gefallen. Sie ließ sich angeblich nach der Geburt ihres Sohnes die Brüste vergrößern. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Clips der inzwischen selbstbewusster gewordenen drei immer freizügiger wurden. Sofort entstand Kritik, sie würden ihre Platten nur wegen nackter Haut verkaufen. Schmetterlinge sind wirklich schön. Wir dachten, das sei besser als komplett nackt. Better than totally naked. I love you.
Wären wir komplett nackt gewesen, würden die Leute den ganzen Tag Viva gucken und auf unser Video warten. Wir wollten nicht alles zeigen, damit die Menschen noch ein eigenes Leben führen können. Aber um die Verkaufszahlen noch in die Höhe zu schrauben, dachten sich die Kätzchen etwas Besonderes aus. Wenn man sich das Album kauft, ist am Ende noch das Video ohne die Schmetterlinge drauf. Natürlich spielt Sex bei den Clips immer wieder eine Rolle. Aufreizende Bewegungen und knappe Kostüme bestimmen die Ästhetik der Videos. Klar verkauft sich Sex, aber ich glaube nicht, dass sich die Leute unsere Platten nur wegen aufreizender Stellen in unseren Videos kaufen. Man kann unsere Brüste nicht auf den CDs sehen. 8 Millionen verkaufter Platten kommen nicht von den Leuten, die sich vor dem Fernseher einen runterholen. Sex verkauft sich in manchen Fällen, aber manchmal auch nicht, wenn es einfach zu viel ist. Wenn versucht wird, Sex in einer geschmacklosen Form zu verkaufen, dann werden es die Leute auch nicht mögen. Ich finde, dass Sexiness nicht erzwungen werden kann. Es kommt einfach von innen heraus, mit Selbstsicherheit. Und die bekommt man, wenn man älter wird. Mit der Reife fühlt man sich sicherer und dadurch wird man auch sexy. Die ganze schmutzige Wäsche, die über die Kittens geschrieben wurde, von der Magersucht, den Zusammenbrüchen oder den Catfights, lässt die drei fast kalt. Mit ihren 20 Jahren wurden sie schon ordentlich durch den Kakao gezogen und mussten ein dickes Fell entwickeln. Issues like that, that they write about, you know, that Sie schreiben böse Sachen über dich, die ganz und gar nicht nett sind und greifen dich damit als Person an. Dann denkt man erstmal, hey, lass mich in Ruhe. Nach einer Weile wird das auch langweilig. Manchmal kann man nur darüber lachen, aber es ist auch manchmal nicht lustig. Dann muss man das einfach an sich abprallen lassen. Diese Menschen kennen dich ja überhaupt gar nicht und schreiben das nur, um ihre Seiten zu füllen. Manchmal, wenn gar nichts los ist, schreiben sie einfach den letzten Mist. Man darf sich daran gar nicht stören. Wie viele Popsongs handeln die meisten Songs des Trios von großen Gefühlen, von Trennungsschmerz und natürlich von Liebe. Wenn wir Songs schreiben, oder zumindest wenn ich Songs schreibe, handeln sie meistens von Dingen, die ich selbst durchgemacht habe oder von Sachen, die Freunden von mir passiert sind. Meistens geht es eben auch um die einfachsten Dinge wie eine Trennung oder das erste Date. Es ist cool, wenn die Leute einen Bezug dazu bilden können. Going out with someone for the first time and you know the way you feel about most things, so that's really cool when people can relate to it as well. Darling, now it seems to me like I've always known you, but I still shudder when I think back on the lonely time. Pop music is sort of Popmusik ist einfach für jüngere Menschen und wenn man jung ist, ist Liebe eine der wichtigsten Dinge in deinem Leben. Einen Partner haben oder sich verlieben. Eine Menge anderer Bands denken sich bei ihrem dritten oder vierten Album, hey, wir machen keine Popmusik mehr, wir werden jetzt richtig cool, wir machen jetzt alles anders. Wir wollten das nicht machen. Wir mögen das, was wir tun und wir mögen unsere Songs. Außerdem haben andere Bands keinen Erfolg damit. Die Leute wollen, dass wir so bleiben und wir wollen so bleiben. Ihr Gespür und ihre Vorliebe für Popmusik bewiesen Atomic Kitten mit ihren Coverversionen, denen sie ihren Stempel aufdrückten. Als erstes kam Eternal Flame im Original von den Bangles. Is this
Danach coverten sie The Tide Is High von Blondie und landeten damit auf Platz 3 der Charts. Ihr neuestes Cover ist Ladies Night von Kool & The Gang. Mit Kool & The Gang zu arbeiten war eine große Ehre. Sie kamen aber auf uns zu. Wir hatten Eternal Flame auf dem ersten Album, auf dem zweiten The Tide Is High. Und auf diesem Album wollten wir eigentlich gar kein Cover haben, da wir genügend eigenes Material hatten. Nicht, dass wir was gegen Cover haben, aber wir wollten eigentlich weg davon. Und dann kamen Kool & The Gang auf uns zu und fragten uns, ob wir nicht Ladies Night für ihr Album mit ihnen zusammen machen wollten. Und wir konnten das nicht ablehnen, immerhin sind sie Legenden. Und wir fanden es so toll, dass wir es auch auf unser Album gepackt haben. Es war nicht geplant, aber mit ihnen zu arbeiten war toll. Sie sind legendär. Die meisten wissen, wer Kool & The Gang waren. Wenn nicht, brauchen sie musikalische Nachhilfe. Ich liebe Kool & The Gang. Ich bin mit denen und mit Earth, Wind & Fire aufgewachsen. Mein größter musikalischer Einfluss ist auf jeden Fall Soul der 70er Jahre. Sowas wie Quincy Jones. Er ist ein großartiger Produzent. Er hat Michael Jacksons Off the Wall Album produziert. Und er ist ein großartiger Musiker. Wenn er einen Song schreibt, dann benutzt er echte Streicher und keine Keyboard-Sounds. Er steckt so viel Zeit und Arbeit in jedes einzelne Instrument, damit es so perfekt klingt. Das bewundere ich wirklich. Und vielleicht treffe ich ihn ja eines Tages mal. Das wird bestimmt nie passieren. Aber das wäre ein richtiger Traum von mir. Ich liebe George Michael, aber meine Musiksammlung ist so dumm zusammengestellt. Ich liebe alte 70er Disco-Musik. Ich liebe alles, was George Michael jemals gemacht hat. Ich finde ihn fantastisch. Ich liebe House, ich bin süchtig danach, aber ich mag auch Rockmusik von Nirvana oder Coldplay. Aber mein Idol ist George Michael. Ich habe keinen Menschen, den ich total bewundere oder mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Aber es gibt einen Künstler, den ich respektiere, da er unglaublich talentiert ist. Und das ist Babyface. Ich glaube, dass sich unser Geschmack mit dem Wetter verändert. Im Sommer stehen wir auf pumpende House-Tunes und im Winter, wenn es eiskalt ist, hören wir gerne jazzige, chillige Songs. Und wenn der Sommer kommt, ist es wieder House. Musik bedeutet den dreien auf jeden Fall eine ganze Menge. Musik ist für mich eine Flucht. Wenn ich Musik höre, bin ich ganz für mich. Ich könnte einen großen Streit mit jemandem gehabt haben. Dann höre ich Musik und alles ist tausendmal besser. Oder wenn ich schlechte Laune habe und wir dann auf die Bühne gehen und ein Konzert geben, fühle ich mich fantastisch hinterher. Musik bringt mich von einem Extrem zum anderen. Die Motivation, Popstar zu werden, kommt aber nicht aus dem einfachen Wunsch heraus, reich und berühmt zu werden, sondern hat andere Ursachen. Tonight,
Ich hatte schon immer die Motivation, Sängerin zu werden. Ich bin einfach damit geboren worden. Seit ich 4 war, habe ich in den ersten Theaterstücken mitgespielt und stand immer singend mit einer Bürste vor dem Spiegel. Es ist einfach mein Traumjob, seit ich denken kann. Das letzte Vermächtnis von Atomic Kitten seht ihr gleich im zweiten Teil. Also dranbleiben. Hi, you're watching featuring Atomic Kitten.